So, schönen guten Tag, mein Name ist Max Adelmann. Das Gebet von Dietrich Bonhoeffer, gesungen von katholischen und evangelischen Christen, von Muslimen, welches wir gerade hörten, erinnert an einen Menschen, der als profilierter Vertreter der bekennenden Kirche und dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus gilt. Er wurde am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg erhängt. Nun, ich persönlich gehöre zu den 13% Essenern, die religionslos sind. Dies hindert mich aber nicht, als heutiger Sprecher von Essen stellt sich quer, ebenfalls Bezug auf ein Mitglied der bekennenden Kirche zu nehmen. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Dieses Zitat stammt von Martin Niemöller. Er war Theologe und Präsident im Ökumenischen Rat der Kirchen. Er war Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen und Dachau von 1937 bis 1945. Nach der Zeit des Hitlerfaschismus war er ein radikaler Pazifist, wurde Präsident der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner und Ehrenpräsident des Weltfriedensrats. Er wurde für seine Ansichten gemocht und gehasst, aber er vertrat seine Ansichten immer offensiv. Er zeigte Zivilcourage, wo immer es ihm möglich war und nötig erschien. Auch hier in Grey ist es notwendig, Zivilcourage zu zeigen. Im September letzten Jahres wurde die Landeszentrale der rechtsextremen NPD in den Hinterhof der Marienstraße 66a verlegt. Seit Monaten bemerkt man hier in Grey das verstärkte Aufkommen von Nazi-Aufklebern in den Straßen, von Nazi-Parolen an Hauswänden und auf Verteilerkästen. Dagegen kann man etwas tun. Es ist ganz einfach und tut auch nicht weh. Nur machen muss man es. Bei den jüngsten Schmieraktionen an und rund um die Flüchtlingswohnungen in der Grimbergstraße sind Mitglieder von Essen stellt sich quer und pro Asyl aktiv geworden und haben gehandelt. Wir haben die Nazi-Parolen fotografiert, wir haben die Stadt Essen angeschrieben, die Picobello-Hotline verständigt und haben das Nazi-Geschmier bei der Polizei angezeigt. Auch weil dabei eine SS-Rune war, welches ein verbotenes Nazi-Symbol ist. Dies hat Wirkung gezeigt. Die Presse berichtete, die Stadt hat sofort veranlasst, dass das Geschmier an den Flüchtlingswohnungen übermalt wurde. Die Picobello-Hotline hat zusätzlich die Eigentümer der Verteilerkästen informiert. Diese haben leider noch nicht reagiert, aber wie zu sehen ist, wurde mindestens in einem Fall das Nazi-Geschmier übermalt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, denn die SS-Rune ist nicht eine einfache Sachbeschädigung, sondern ist auch nach Strafgesetzbuch § 86a strafbewehrt. Wir verteilen heute hier ein kleines Informationsblatt mit dem Titel Zivilcourage zeigen. Sie können das. Darin steht, was Sie ganz persönlich tun können, wer Ansprechpartner ist, sei es bei der Polizei, bei der EFAG oder der Baden. Wir geben Ihnen damit alle Informationen, die Sie benötigen. Wir bieten auch an, dass Sie sich direkt an uns wenden, so wie zum Beispiel Bürger, die uns vor einigen Tagen Hakenkreuzschmierereien in Borbeck meldeten. So kommen Sie bitte zu unseren Verteilern oder nachher auf dem Greyer Markt zu unserem Infostand. Dort erhalten Sie auch noch weitergehende Informationen. Wir sind heute von Essen stellt sich quer eigentlich nur in einer kleinen Abordnung hier, denn die meisten von uns sind heute in Solingen. In Solingen wird heute mit einem Denkmarsch den rechtsterroristischen Anschlägen auf ausländische Mitbürger vor 20 Jahren gedacht. Und deswegen bitte ich Sie, kurz in einer Schweigeminute zu verharren.
wollen natürlich nicht, dass so etwas, was vor 20 Jahren in Solingen passierte, sich wiederholt und schon gar nicht, dass sich das hier wiederholt. Wichtig ist es dabei, dass die Bevölkerung, die Bürger im Krai und im ganzen Essen aktiv werden. Werden Sie aktiv, zeigen Sie Zivilcourage. Sie können das und wir sagen Ihnen auch wie. Dankeschön.